Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Arena. Und wie in der letzten Folge angekündigt, haben wir heute vor, die Stadt zu verlassen. Und interessant, wo wir jetzt hier gelandet sind. Reach Corrugate, hier haben wir einen Fluss, okay. Was haben wir denn da? Hier ist auch noch was rot. Lass mal dahin. Ich hab keine Ahnung, was auf uns zukommt, aber wir rüsten lieber mal vorsichtshalber die Waffe aus. Ah, hier haben wir auch wieder Wasser. Und das. Können wir nichts mitmachen, okay. So, gehen wir hier nochmal. Kann es sein, dass das hier die Straßen sind? Was ist das? Jo, das sind die Straßen, okay. Okay, können wir da einfach so rüber? Ich würde sagen, wir speichern lieber vorsichtshalber. Safe Game. Ja. Und dann versuchen wir mal darüber zu gehen. Ah, okay. Wir können hier schwimmen. Da kommt auch was, glaube ich, oder? Ja, wir schwimmen in die richtige Richtung. Jetzt bin ich gespannt, was da vorne gibt. Vorausgesetzt, wir kommen da auch irgendwann an. Aber wir können schwimmen. Jo, wir kommen da an. Nice. Aha. Okay. Oh. Das ist ein Dungeon? Das ist unser erster Dungeon jetzt? Ja. Speichern wir lieber vorsichtshalber noch einmal, bevor wir hier aufgehen. In welchem Dungeon sind wir? You are in Reach Corrugate. Okay. Was gibt's denn hier? Hm? Okay. Scheint ein bisschen groß zu sein, der Dungeon. Boah! Digga. Interessanter Gegner. Aber ich bin gespannt, was wir hier finden. Wir haben hier schon mal zwei Türen gefunden. Irgendwas? Geheime Tür? Ne. Okay. Eine geheime Tür. Ah, die Tür ging zu. Okay. Hier sind wieder ein paar Korridore. Bin ich gespannt. Okay, die beiden haben wir gekillt. Hier gibt es sonst irgendwie gar nichts, glaube ich. Ne, keine weitere Tür. Okay. Das hier war die Tür. Da liegen sie. Wir haben nichts. You see a goblin. Und das. Ah, die Tür. Die ist zerschmettert worden. Okay, hier scheint irgendwas zu sein. Die haben wir schon erkundet. Scheint kein großer Dungeon zu sein.
Nicht so wie der erste. Und die Gegner scheinen auch etwas einfacher zu sein. Wir gehen mal nach rechts. Wieder nach rechts. So, wo sind wir jetzt? Ah. Okay, dann würde ich gerne vielleicht doch mal hier hingehen und mal schauen, was wir hier sonst noch so entdecken. Wieder eine Tür. Was finden wir hier drinne? Noch eine Tür. Der ist zugegangen, okay. Ich würde schon gerne den kompletten Dungeon hier erkunden. Da ist wieder eine Tür. Ja, naja, näher ran. Spawnt einfach aus dem Nix. Hat er was? Ah, wir haben Gold gefunden. Sonst ist hier niemand. Gold und Potion. Irgendwo ist hier jemand. Okay, wir sind schon im südlichsten Teil des Dungeons. Wo müssen wir hin? Also ich würde sagen, jetzt nach links. Erkunden. Gibt es hier sonst noch irgendwo was links? Eine Ratte. Okay. Hat er was? Der hat ein 21 Gold. Okay. Der hat dann nichts. Und sonst haben wir hier nichts mehr. Das ist schon die Außenwand, okay, vom Dungeon. Das heißt, da kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Irgendwie als weiter als diese Wand. Hier gibt es sonst auch nichts mehr. Auch keine Geheimtüren. Hier geht es nichts weiter. Da sind welche. Ach so, der attackiert mich hier. Und so. Nice. So, dann würde ich sagen, Willenskraft müssen wir auf jeden Fall steigern. Wir müssen, was Magie angeht, stärker werden, definitiv. Willenskraft muss mehr werden. Haben wir hier Gold, Potion, Broadsword. Okay, was für ein Schwert haben wir? Den haben wir ausgerüstet, haben wir ausgerüstet. Der Stärker? Nö. Potion? Ich habe keine Ahnung. This item can't be equipped. Ah. Okay. Da geht's weiter. Ein geheimer Weg oder so. Wer weiß, was wir hier jetzt finden? Ah, okay. Wir sind wieder quasi am Haupteingang.
Will aber da lang. Wissen, was dahinter gibt's. Hinter der Tür. Ah, noch ein Fluss. So ein Flussweg. Keine Ahnung, Flusslauf. Wo sind wir jetzt? Ah, okay. Hier geht's nirgendwo hin. Von da kamen wir gerade. Das heißt, wir kommen jetzt hier an. Dann. Aber darunter geht's auch noch weiter. Aber wir gehen erstmal durch diese Tür. Hier ist ja noch eine Tür, aber wir gehen erstmal hier lang. Boah. Erschreckt er mich? Der Echsenmensch hat nichts Nützliches bei sich. Okay, aber das war's. Aber boah, der hat mich erschrocken. Der hat mich richtig erschrocken. Okay, aber wir gehen dann wieder hier zurück. So. Eigentlich auch geradeaus und dann hier mal entlang. Mal gucken, wo das uns entführt. Wir gehen mal zurück. Digga, irgendwann muss er doch drauf gehen. Okay, 21 Gold Pieces. Dann gehen wir mal hier rüber. Die Tür hatten wir, glaube ich, noch nicht, ne? Ne, die hatten wir noch nicht. Okay, wieder ein neuer Weg, wo wir noch gar nicht waren. Ich glaube, da kommt einer. Irgendwo. Nö, hier gibt's nichts. Okay, schade. Fähr ich den ganzen Weg wieder hier zurück. Hier gehen wir mal geradeaus. Okay, das ist interessant. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg dahin. Wohl sieht nicht so aus. Ja, dann gehen wir mal von hier einfach mal dahin. Sehen uns hier mal ein bisschen um. Wir können hier auch so drunter her. An den kommen wir erstmal nicht dran. Da können wir aber auch irgendwie nicht hoch. Was ein bisschen doof ist. Okay. So. Komplette Halle nur mit Wasser. Das heißt, hier könnten wir eigentlich uns mal ausrauen, bis wir völlig... Ah, okay. Da ist ein Feind. Oder? Ist ein Feind? Können wir hier jetzt? Ne. Aber wir haben uns ein bisschen ausgeruht.
Der kann uns aber da nichts tun, ne? Was sagt denn die Uhr? 5.21 Uhr haben wir es am Abend. Hier können wir. Das ist interessant. Ich würde gerne die komplette Halle hier mal erkunden. Das wird heute auch tatsächlich mal eine etwas längere Folge hier in Elder Scrolls Arena. Das hat gehört. Mitte haben wir noch gar nicht richtig erkundschaftet. Oh, da war was. Ja, wie wird gesehen? Hallo? So, 22 Gold Pieces. Big Summer. So, was hat der? Der hatte und ein Staff. Jetzt muss ich aber wirklich mal ein bisschen heilen. So. Ja. Ja, wir sind wieder gestorben, natürlich. Wir laden den hier mal wieder. Ja. So. Hier war ja die große Halle, wie auch immer. War schön, das hier mal erkundet zu haben, aber wir gehen dann doch lieber vielleicht raus. Vielleicht sind wir dafür noch nicht bereit. So, wir müssen wahrscheinlich wieder Richtung Osten. Da haben wir ja die Straße. Wo ist die Straße hier? So. Ich würde sagen, wir gehen den Weg hier nach Norden. Und schauen mal an, wo es uns hinbringt. Was haben wir denn da? Kommt ja was. Oh. Und hier geht sie auch wieder raus. Aber wir haben hier eine Taverne gefunden. Was ist denn das für eine Taverne? Howling Bird, okay. Moin. Komm.
Ja, wir nehmen mal ein Zimmer in Gold, passt. Rumor, das hat werden bestimmt gehört. So, sorry, I wish I had something to say, but I don't. Okay. Der hat jetzt nichts für uns. Jetzt ist die Frage, wo geht's zu den Zimmern? Wahrscheinlich wieder da hinten. Und hier die Zimmer. Ja, das sieht nach einem Zimmer aus. Ich würde sagen, wir ruhen uns auch einfach aus. Sagen wir mal, wir sagen diesmal 14. So, wie spät haben wir es? 3.19 Uhr am frühen Morgen, okay. Aber Ausdauer ist wieder voll. Gesundheit, okay, haben wir dieses Mal voll gehabt, weil wir gestorben sind. Aber dann gehen wir auch mal raus. Oh, es ist Nacht. Dann speichern wir vielleicht mal, vorsichtshalber. Wer weiß, was da auf uns zukommt. Aber wir wollen weiter in Richtung Norden. Oh. Da haben wir Hauptstraße. Da haben wir auch noch wieder ein Gebäude oder so. Lass mal dahin. So, wo sind wir jetzt? Genau da führt es zum Gebäude. Lass mal dahin. Wieder eine Taverne. Bestimmt hat der. You enter the howling bird, rubbing the chill night air from your bones. The tavern is full of people, yeah. Moin, du hast bestimmt was an Gerüchten. Ja, okay. Komm. Wir ruhen uns wieder mal für 3 Stunden aus. Wie spät haben wir es jetzt? Jetzt 6.36 Uhr, das passt. Das ist gut. Dann können wir auch wieder weitergehen. So, jetzt ist wieder helllichter Morgen. Ah, das ist jetzt die Nordstraße. Von dem. Oh, da haben wir. Ist schon interessant hier. Oh, eine Brücke. Eine neue Stadt, eine neue Siedlung oder so? Ne, hier geht es einfach nicht weiter. Das ist eine kleine Siedlung. Dann gehen wir mal hier in Richtung Osten, über den Fluss.
Wir wollen da natürlich zu der Straße. So, und dann können wir hier weiter die Straße nach Norden gehen. Ja, ist guter Norden. Ein guter Weg nach Norden. Wieder eine Taverne. Aber Menschen sehe ich hier keine. So, wo sind wir jetzt? Und es müsste schon ihr... Da haben wir was. Müsste aber schon irgendwie irgendwann mal eine Stadt auftauchen. So eine richtige Stadt, eine neue Stadt. Ja, was haben wir hier? Oh. Das sieht nach einem Dungeon aus. Speichern wir hier nochmal. Und wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus, und ciao.